So, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur 37. Episode von Top 5 Plays. Und ich würde sagen, wir haben heute wieder einige kranke Clips dabei. Freut euch schon mal drauf und wir sehen uns nach dem Intro wieder. Bis gleich. Platz Nummer 5 haben wir diese Woche den Vibes X Kevlar und zwar mit einem schönen 1v3 Clutch hier in Rainbow Six Siege. Und zwar läuft er hier direkt mal ins Haus, zieht er direkt den ersten, holt den Instant mit einem Headshot weg, holt da nochmal den nächsten, lädt hier fix nach, aimt da nochmal hoch und holt da denn den dritten für den wunderschönen 1v3 Clutch. Auf Platz Nummer 4 haben wir diese Woche den Skinner und zwar macht er hier gleich, verschießt erstmal zwei Schüsse und macht hier gleich erstmal einen schönen Quad-Feed mit dem Annihilator, holt da nochmal den dritten und dann nochmal den vierten. Sehr, sehr nice Clip von hinter Platz 4 diese Woche. Auf Platz Nummer 3 haben wir diese Woche mich mit einem schönen 8-Man hier auf Gridlock und zwar werde ich hier erstmal fix getötet. Dann laufe ich hier, ihr seht gerade mein Score 8 zu 17, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Snipes ist auf jeden Fall der krasseste Sniper der Welt und holt da direkt mal den ersten, dann mal den zweiten, dann mal den dritten und verkackt da leider den vierten. Trifft ihn zweimal nicht, lädt hier fix nach, holt da nochmal ein, kriegt hier einen Jumpshot Colette, holt da nochmal ein für den Quadfeed und holt da ein für den Quadfeed times 2. Auf jeden Fall verdient er Platz 3 diese Woche. Auf Platz Nummer 2 haben wir diese Woche den Patrick aka Milo Asa und zwar macht er hier mit dem Annihilator einen wunderschönen 5-Man Onscreen und zwar holt er da den ersten Colette, da nochmal den zweiten Colette und holt da nochmal ein richtig schöner 5-Man Onscreen. Auf Platz Nummer 1 haben wir diese Woche den Vibes Bexo und zwar macht er hier einen Jumpshot Colette, holt da nochmal einen Single Jumpshot und macht da nochmal einen Jumpshot Colette für den 5-Man Onscreen. Richtig, richtig nicer Clip und verdient er Platz 1 diese Woche. Und ich würde sagen, wenn euch die heutige Episode gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und schreibt gerne einen wundervollen Kommentar. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt Top 5 Plays, schickt uns gerne Clips ein und haut rein.